Ja, vielen Dank für den Applaus, den ihr jetzt gerade schon gegeben habt. Danke. The introduction will be in English, though. She's a brave woman with an incredible life story of courage and resistance, which included being part of the Woman Orchestra in Auschwitz. Tonight, this evening, she will honor us with her presence and her art, together with the Köln-based Microphone Mafia. So please again now officially welcome Esther Bejarano and the Microphone Mafia. Ja. Während Sie das Mikrofon einstellen, kann ich sagen, ich habe schon viel gesehen, was mit unserem Namen Microphone Mafia passiert. In Erlangen war es so, dass sie nicht, das war eine Veranstaltung von der evangelischen Kirche und sie wollten nicht Microphone Mafia schreiben und haben Microphone Maria draus gemacht. Das ist kein Witz. Ich habe die Beweise in der Hand. Aber zum ersten Mal in 26 Jahren werden wir mit PH geschrieben. Und das zeigt, das ist auch gut so, weil ich glaube, ich will nicht deswegen, wir waren entweder bei der ersten Fusion oder bei der zweiten Fusion als Microphone Mafia, also da war ich noch 8 Jahre, sind wir schon aufgetreten und deswegen ist es eine noch größere Ehre, jetzt mit Esther auftreten zu können. Die lacht mich immer aus, unglaublich. Ja, ja. Shalom, ich will den Weltfrieden, ich will die Welt siegen sehen, damit sie nicht im Buche mit 7 Siegen steht. Ich frage mich, wie soll das alles nur so weitergehen, wenn Militärkonflikte auf der Tagesordnung stehen. Ich sehe junge Soldaten, die können's kaum erwarten, denn sie stehen in den Startlöchern, um Unheil zu starten. Doch ihre Augen verraten, wo werden wir begraben sein? Medaillen ohne Brust und eine Witwe, die weint. Nach den Maschinen. Shir Shalom, Adelech Shuvim Alam. Shiru Shir Shalom, Vitzei Akadola. Durch die Welt, ich bin einsam und allein. Ich klopfte an vielen Türen, doch sie ließen mich nicht rein. Sie riefen mich zu sich, nun stoßen sie mich zurück. Denn mein Haupt ist gesenkt, zu viele Tränen verdrückt. Sorgen bedrückt, schaue ich um mich und ich sehe, was passiert. Bin ich nicht ihr Leitmotiv, das ihr Leben grundiert? Gewalt, Hass, Tod, weil zu viele Menschen schwiegen. Ihr fragt nach meinem Namen, sie nennen mich Frieden. Nach dem Shir Shalom, Adelech Shuvim Alam. Shiru Shir Shalom, Vitzei Akadola. Shiru Shir Shalom, Adelech Shuvim Alam. Shiru Shir Shalom, Vitzei Akadola. Viva la, viva libertà, non ci sta la palua, l'estate ca, la verità, senza rada ca, senza bomba, senza guerra, e caramata beni çağıransız, yine de itensiz, yüzüme baktığınız fakat beni görmediğiniz, bilmediğiniz bayram etiyle ithallanamaz. Barış namına bunca canlar yakılamaz. Şiru, şir şalom, Adelech Shuvim Alam. Şiru, şir şalom, Vitzei Akadola. Şiru, şir şalom, Adelech Shuvim Alam. Şiru, şir şalom. Esther. Verehrter Präsident, ich sende euch ein Schreiben.
Lest oder lasst es bleiben, wenn euch die Zeit sehr brennt. Man schickt mir, da gibt Acht, die Militärpapiere, dass ich in den Krieg marschiere, und das vor Mittwochnacht. Verehrter Präsident, das werde ich nicht machen. Das wäre ja zum Lachen. Ich hab kein Kriegstalent. Sei es euch auch zum Verdruss. Ihr könnt mir's nicht befehlen. Ich will's euch nicht verhehlen, dass ich desertieren muss. Warum soll ich stramm stehen? Warum soll ich salutieren? Im Marsch marschieren? Nein, ich werde desertieren. Keine Lust auf blutverschmierte Hände, Bomben und Sirenen. Keine Lust auf Angst und blutverschmierte Tränen. Ich hab keine Lust auf Waffen, die die Welt zerstören. Keine Lust auf Angst, wenn wir laut Sirenen hören. Denn ich suche Nächstenliebe statt Schläge und Hiebe. Den Griff nach der Freiheit, Gelegenheit macht Diebe. Ich bin nicht geschaffen für Schlachten auf Straßen. Bin nicht geschaffen zu bestrafen, zu hassen. Ich bin auf dieser Welt, um zu reagieren. Monsieur le Président, ich werde desertieren. Monsieur le Président, je ne vais pas l'enfer. Je ne suis pas sur terre. Pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Der Krieger stirbt, was bleibt ist der Krieg. Was nutzt der Sieg, wenn es einen Verlierer gibt? Ich bin nicht bereit, mein Leben herzugeben. Auch nicht bereit, anderen das Leben zu nehmen. In ihrem Plan spielen wie die Schachfiguren. Zug um Zug schickt ihr uns durch einen Todesparcours. Sie reden von Ehre, wir zahlen mit Blut. Es klebt an ihren Händen und sie reden von Mut. Wer Menschen tötet, tötet die Menschlichkeit. Es tut mir sehr leid, dazu bin ich nicht bereit. Gewiss, es wird Gründe zu kämpfen, Opfer zu bringen. Im Namen eurer Lügen springen wir nicht über Klingen. Monsieur le Président, je ne vais pas la faire. Je ne suis pas sur terre. Pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise. Ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Monsieur le Président, je ne vais pas la faire. Je ne suis pas sur terre. Pour tuer des pauvres gens. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Sagt eurer Polizei, sie würde mich schon schaffen, denn ich bin ohne Waffen, zu schießen steht ihr frei. Sage nie, du gehst den letzten Weg. Ein Lied in der jiddischen Sprache. Dieses Lied wurde geschrieben von einem jüdischen Partisan und Dichter, Hirsch Glick. Dieses Lied wurde sofort zur Hymne des jüdischen Widerstandes und wurde auch von anderen Partisanengruppen gesungen. Soll ich kämen? Du gehst im letzten Weg. Und ich bleibe verstellen bei dem Deck. Kommen wird nach unser ausgewendet schon. Seit der Praktik unser Trott mir seinen Dorn. Kommen wird nach unser ausgewendet schon. Sage niemals nie, sage niemals, es ist Schluss. Denn dann kommt das Leben zu dir und es gibt dir einen Kuss. Haucht dir Leben, haucht dir Kraft, es haucht dir Hoffnung ein. Du spürst wieder deine Stimme und du kannst wieder schreien. Wie ein Feuervogel aus der Asche steigst du wieder auf. Kinderaugen, die glänzen, aus denen du schaust. Und wieder Schritt für Schritt
in die Zuversicht zu gehen. Neugeboren mit Kraft, um diese Welt durchzustehen. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Leid. Seht euch genieten von der Feuer läuft da frei. Das hat Erfolg zwischen Fallen dick gewendet. Das Lied gesungen mit einer Garnes in die Hand. Das hat Erfolg zwischen Fallen dick gewendet. Durmaya Jack, kesin durmaya Jack. Bak hiçbir zaman hiçbir yerde kaybolmayacak Jack. İtalyanca, İngilizce, Almanca, Türkçe. Hangi dilde olsa da musiki sişerhane. Bir türlü cinazar, kafiyeler, musalar, misaller, beyanlar. Hislerimizi açıklarla duygulu ve hisli. Tıpkı bir şiir gibi, hecif gibi, basiretli ese gibi. Müstesi moda deyip geçenler cevaplarını alıverdi. Beyanetlere rağmen musikimiz ölmedi. Ölmeyecek, kesin ölmeyecek. Bak hiçbir zaman hiçbir yerde sönmeyecek. Dillerimiz yaydır, sözlerimiz ok. Bize olan kafiye marifeti kimse de yok. Dillerimiz yaydır, sözlerimiz ok. Sag nicht kämmer, du gehst im letzten Weg. Voll Schimmel, bleierne Verstellen, bleier Deck. Komm, wir werden nach unser Haus gewängte Schor. Seid ab heute unser Tropf, wir sind ein Dorn. Komm, wir werden nach unser Haus gewängte Schor. Seid ab heute unser Tropf, wir sind ein Dorn. Noch ein Lied in der jiddischen Sprache. Es ist ein altes jiddisches Volkslied. Es erzählt die Geschichte von einem kleinen Jungen, der sich in den Kopf gesetzt hat, er will auf einen Baum steigen und er will ein Vogel werden. Aber seine Mutter, die will das nicht. Sie sagt zu ihm, du kannst doch nicht auf den Baum steigen, es ist kalt, du wirst mir erfrieren. Der kleine Junge ist sehr, sehr traurig und er sagt, meine Mutter hat es nicht gewollt, dass ich ein Vogel werde. Aber sie hat das nur getan, weil sie mich so sehr liebt. Wer mit dem Feuer spielt, wird sich verbrennen, stürzt sich in die Flammen, ohne zu denken. Wenn man überlegt, könnte die Angst sich hindern, stark zu sein, die kalte Welt zu verändern. Furcht wird niemandem vor dem Schicksal schützen, Augen verschließen, sag, würde es dir nutzen. Erkenne, dass du nun an der Kreuzung stehst, entscheide, ob du bleibst oder weitergehst. Sieh den Baum, den alle Vögel verließen. Was passiert mit denen, die geblieben, die einsam allein Tränen vergießen? Niemand kann das Leben mit Angst genießen, niemand. Steht ein Gebäude, alle Freude und an Bäumen sehnen sich zu freuen. Drei kennen Baref, drei kennen Misrach und der rechten Dorem. Und den Bäumen gelass allein, Hefka vor dem Sturm. Sag ich zu der warmen Herr, soll's mich doch nicht stören, will ich warme zu zweit. Ich will sitzen auf dem Baum und will ihn verbiegen. Über den Winter mit der Treus, mit der schönen Regen. Schwindet die Kraft zu leben, kein
keine Luft, dann halt dich fest. Zu leben hast du Lust, es wird dich schützen vor Sturm und vor Regen, vor sinnlosen Neidern und sinnlosen Regen. Öffne deine Augen und du wirst sehen, zusammen können wir das Leben durchstehen. Zusammen zu stehen, zusammen zu gehen, auch hinzuhören und endlich verstehen. Niemand geht das Leben allein auf diesem Weg. Sieh, wer neben dir sitzt, sieh, wer neben dir steht. Zusammen kämpfen, zusammen lieben. Wir haben zu lang totgeschwiegen. Und das Winterleiberlem, du Sonne scheute, hast du wirst nicht an der Gast zwischen alle Teute. Die Fliege sind mir schwer, so viel Sachen. Und die Mame angetan, dem Flängerle, dem Schwachen. Guck ich treurig mir allein in mein warmes Augen. So der Liebschaft nicht gewollt, wären mir Erfolge. Auf dem Weg steht der Boy, steht der reine Boy. Alle Feuer und den Bäumen sehnen sich zu erfreuen. Alle! Dai, 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 jetzt hier alleine und bitte und ja. Bravo. Das mit den. Sind das Halbtöne? Dieses ja, ne? Das kriegen wir auch noch hin. Ihr habt zu wenig Türkisch gesungen. Alles Großtöne. Die Ballade der Judenhure Mari Sanders von Bertolt Brecht und Hans Eisler. Zu Recht per Gesetz, sie sind seelos. Angst sind verbreitet, ruchlos. Tat und schonungslos, Gesicherkeit verzehrt. Ihre Herzen sind leer. Liebe wird bestraft, suhlen sich im Blut. Wer sind dem Teufel verschrieben im Namen der Ehre? Was sie stolz nennt, verbreitet Verwüstung und Leere. Sie hassen uns, wofür wir leben und stehen. Verweigern uns, die Welt mit unseren Augen zu sehen. Sie blühen, sie blenden, sie sperren und sein. Sie können uns nicht fangen, unsere Liebe ist frei. Sie jagen uns durch Straßen, um uns zu makeln. Unsere Liebe vereint. Für sie ein Makel, das Fleisch hält auf in den Vorschritten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas wollten, wäre es heute, heute Nacht. Ich hasse euer Geschwätz, ich hasse euer Gesetz. Hier werden Menschen getrieben, die werden schwer verletzt. Zusammengetrieben, zusammengefärscht, um zu zeigen, dass Ordnung in diesem Lande herrscht. Wer nimmt und stiehlt, der profitiert. Wer Nächstenliebe sucht, der verliert. Wer Liebe mischt, daraus machen sie kein Hehl. Wer Liebe mischt, da gibt es Schießbefehl. Oh Kinder, lauft mit zweierlei Blut im Leib. Versteckt euch, wo ihr seid. Ob Mann, ob Weib, denn brauner Schnee fällt und bedeckt das Land, tiefe Narben. Werden in die Herzen gebrannt, das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten, die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas wollten,
bis heute. Heute Nacht. Das Fleisch schlägt auf Windelvorstädten. Die Trommeln schlagen mit Macht. Oh Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, wäre es heute. Lass dich nicht auf den Falschen ein, denn es könnte ein Fremder sein. Mit blasser Haut und schwarzem Haar, weiß nicht wohin und wo seine Heimat war. Çünkü nefret ile yatan ölüm ile kalkar. İnsanlık ölüm yatağında yanan canlar. Hak için alınıyor, dünyamız kararıyor. Onların hak dediği dünyayı karartıyor. Das Fleisch schlägt auf in den Vorstädten. Die Trommeln schlagen mit Macht. Gott im Himmel, wenn sie etwas vorhätten, dann wäre es heute, heute Nacht. La 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 la. Der Chef hat keine Lust mehr. So, das nächste Stück, ich gucke mal auf die Zeit, normalerweise erzähle ich mehr, aber ihr wollt ja mehr Musik hören. Das nächste Stück hat was in den beiden Ursprungsfamilien was Verbindendes. Also normalerweise sind wir zu viert, auch wenn es keiner glaubt, das ist so. Und ich kenne Rossi, also der zweite von der Mikrofon-Mafia, den kenne ich seit der ersten Klasse. Und irgendwann haben wir im Jahr 1989 die Band Mikrofon Mafia gegründet, also eines der beiden großen Ereignisse 1989. Wobei die Gründung der Mikrofon Mafia für uns wichtiger war, zu dem Zeitpunkt. Deswegen. Und es ist so, dass wir dann mit der Zeit, eben unser, damals musste man, das war ja auch ein anderes Jahrtausend, musste man noch ins Studio, um aufzunehmen. Heute macht das jeder zu Hause. Und wir hatten irgendwann unser Geld zusammen und sind ins Studio. Und nach dem Studiotermin waren wir entweder bei uns zu Hause, also bei meiner Familie, oder bei den Peninos. Und vor allem Frau Penino hat beim Kochen immer ein Lied gesungen, das sie mit so viel Inbrunst gesungen hat, dass ich irgendwann den Fehler begangen habe. Moinchi, alles klar! dass ich irgendwann den Fehler begangen habe, zu sagen, ey, Alter, was ist das für ein Lied zum Rossi? Okay, Mitte der 90er hat man noch nicht Alter gesagt. Mitte der 90er hat man Moruk gesagt. Nein, Moruk. Moruk heißt auf Türkisch Alter. Kein Witz. Aus Moruk wurde Morris, aus Morris wurde Mois und dann kam Alter. So funktioniert Integration. Man muss nur lang genug miteinander reden. Und er meinte, weißt du, Kutler, das ist irgend so ein italienisches Folklorelied. Bis ich gemerkt habe, dass Rossi alles Folklore ist. U2 ist irische Folklore für Rossi. Und es war so, dass der an die Mama gesagt hat, also Frau Penino, auch irgendwie auch meine Mama, hat dann gesagt, weißt du, Kutte, das ist ein altes Arbeiter- und Partisanenlied, das haben die Frauen auch auf den Reisfeldern gesungen, es ist nicht Bella Ciao. Und deswegen singe ich, weil ich an jede Zeile dieses Liedes glaube und davon überzeugt bin. Und wir wollten dieses Lied immer machen, haben uns als Mikrofon Mafia auch ein bisschen verändert, politisch. Wir waren früher eine reine Halligalli-Band, dann waren wir irgendwann eine Gangsterband. Nein, eine Gangster waren wir nie richtig. Aber und dann wurden wir immer politischer und haben in der Zeit, also kurze Zeit später, als es dann so war, haben wir auch Esther kennengelernt. Und wir haben es Esther vorgeschlagen, ob wir nicht das Lied gemeinsam machen sollten. Und sie meinte unbedingt, weil es ist auch das Lieblingslied von Nissim Bejerano, ihrem Ehemann, Jorams Papa und seit circa zweieinhalb Jahren, unser Opa. Denn Esther hat uns eingeenkelt. Lachen Sie nicht über den Begriff. Also lacht ihr nicht, oh Gott, Alter. Weil es kann sein, dass dieser Begriff lustig rüberkommt, aber vor 5 Jahren hätte auch keiner gedacht, dass Google irgendwann im Duden steht
Und wenn sie in 5 Jahren, oder wenn ihr in 5 Jahren mal in den Duden schaut, was ihr nicht nötig habt, aber schaut mal rein, da wird ein Gänke drinstehen und sie werden sagen, der Schwarzkopf war ein Visionär. Und egal. Ich bin echt krank. Unglaublich. So, das macht die Hitze. Und ja, egal. Wer mitsingen kann, kann mitsingen. Ah, doch. Weil wir kommen jetzt in den, so in den Block Mitsing-Lieder. Und manche sagen dann, nee, ich sing nicht mit. Das ist bei euch jetzt kein größeres Problem. Aber kann ja sein, dass wenn nicht nur lei, 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 sondern auch Wörter gesungen werden müssen, dass irgendjemand Angst hat, mitzusingen. Brauchen sie nicht. Solidarität muss man uns nicht erzählen. Seien sie solidarisch mit eurer Nachbarin oder eurem Nachbarn. Schreit. Denn dann hört keiner mehr, wer den Ton trifft oder nicht. So komme ich seit circa 7 Jahren in dieser Band durch. Komm, lass mal rocken jetzt. Das hier ist die Antwort auf sämtliche Fragen. Wir stolz unser Logo auf unseren Fahnen tragen. Schreien unser Dasein laut in die Welt hinaus. Singen laut, Bella Ciao und strecken unsere Faust. Avanti Popolo, hier zieht Proleten ohne Furcht. Durch Straßen und Felder, Schwarzköpfe drehen durch. Wir schreiben Texte, die das Volk bewegt. Weil wieder mal ein rauer Wind in diesem Land weht. Wir halten dagegen ohne Pistolen und Degen. Ein letzter Segen, keine Angst mehr vor Schlägen. Reißen das Maul auf. Avanti Popolo, la risposta, kommen im Dauerlauf, questa la risposta. Avanti Popolo, alla risposta, c'è un tempo della risposta. Avanti Popolo, alla risposta, perché il popolo trionferà. Avanti Popolo. Schaut in unsere Augen und seht die Entschlossenheit. Hört unseren Protest. Unsere Gesänge, die Sehnsucht nach Menschlichkeit. Das wichtigste Kapital der Erde, die Menschheit. Es beginnt mit einem leisen Flüstern und endet in einem großen Aufschrei. Wir entlarven falsche Masken, die hinter dunklen Lügen die Zukunft belasten. Bei eurem Maskenball geben wir jetzt den Tag an. Il popolo triumphera. Mit Hand, Herz und Verstand. Hör die Menschen flüstern, wie sie ihre Fäuste ballen, weil sie aus ihrer Lethargie langsam rausfallen. Ihnen Missstände auf, wann eure Lügen nachhallen. Es ist so gut wie sicher, keiner wird gewinnen, wenn Wahrheit und Gerechtigkeit immer mehr verschwinden. Gewinne einkassiert, Schulden sozialisiert, Banken subventioniert, Bildung dahin vegetiert. Die Zukunft verliert, sie steht auf gläsernen Füßen. Euer Casino-Kapitalismus lässt unsere Kinder büßen. Seht keine Demut, keine Reue, sie euch weiterlügen. Werden weniger reden und dann endlich machen. Aber die Popolo, der schlafende Riese wird erwachen. Aber die Popolo, alla risposta, c'è va di Antwort, la risposta. Avanti popolo, alla risposta, perché il popolo trionferà. Avanti popolo, alla risposta, c'è avanti ancora la risposta. Avanti popolo, alla risposta, perché il popolo trionferà. Avanti popolo. Basta, mo, dankeschön. So. So. Lewe Lück, jetzt Jommer in meiner Heimatstadt Köln am Ring. Sie sehen, ich sehe nicht typisch deutsch aus, aber dafür typisch kölsch. Ja, in Köln geboren, ein waschechter Kölner, in Köln geboren, obwohl, nee, ich bin in Porz geboren. Porz wurde mit meiner Geburt eingemeindet. Ist wirklich, 2 Wochen später wurde Porz eingemeindet. Die haben gesagt, der Junge ist ein Juwel, der darf nicht dem Porzern überlassen werden. Also Rossis, dieses Lied ist eigentlich von einer Kölner Karnevalsband, das wir im Rahmen von Arschu Zeng auseinander, von einer Aktion, Aktionsbündnis, die sich auch manchmal in die Nesseln setzt, die zum Anschlag in Solingen 1993, einen Tag später, also am 30. Mai 1993, haben sie ein großes Festival am Klotwigplatz organisiert, aus Solidarität zu den Opfern. Und damals waren wir 4 Mikrofon Mafia im Publikum und haben dieses Lied von dieser Kölner Karnevalsband, die da heißt
die Höhner, auf Hochdeutsch die Hühner, gesungen, also zugeschaut und haben gesagt, irgendwann machen wir das Lied. Weil es hat nämlich eine enge Verbindung auch zu Rossis Papa. Ich weiß nicht, ob hier Karneval bekannt ist. Naja, also ich kenne Karneval, ich finde Karnevalslieder schön, aber der Karneval selber ist echt für ein, egal. Und es war dann so, dass Rossis Papa kam auf Weiberfastnacht, also der erste Tag des Karnevals, kam er nach Köln. Kam am Bahnhof an, schaut durchs Fenster und sieht, alle Menschen sind geschminkt, schunkeln, lachen, tanzen und er sagt, hier ist es schön, hier bleibe ich. Eine Woche später ist Aschermittwoch alles vorbei und Rossis Papa so, ey, die spinnen schon, die Deutschen, warum nur eine Woche? Und wir haben dann dieses Lied machen dürfen im Rahmen eben von Arschu, Zeng auseinander, weil wir irgendwann selber Teil dieses Aktionsbündnisses waren. Und sie bekommen, also, oh Gott, ey, wo, ja, das ist so oft, wir treten zu oft in Kirchen und Schulen auf, da muss ich mal sie sagen. Also, jetzt, jetzt machen wir das so, dass ihr Kölsch lernt. Ihr bekommt einen Crashkurs in Kölsch. Und ich bitte euch, es hat bis jetzt alles gut funktioniert, nur bei dem Lied ist das Lied von euch abhängig. Wenn ihr den Text nicht richtig innehabt, kaputt. Deswegen macht's bitte nach, bitte. Und richtig. Alle zusammen. Die Leverkusener lauter. Hey Mann. Text ist schon laut, unglaublich. Vor allem der Text sitzt, das ist schon gut. So. Für dieses Lied hat Esther extra Kölsch gelernt und nicht nur Leilei. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, ihr werdet sehen, immer Understatement. Eins, zwei, drei, vier. Und beim Beat geht das noch lauter und Fusion! Denn Privatvideos vom letzten Urlaub auch so rennen, tränende Augen, Gänsehaut, die Zeit hier davon rennt. 50 Jahre Kölner Leben zwischen Himmel und Hölle. Du nimmst es in Kauf, kostet was es wolle, einmal König zu sein. Dein Reich verteidigen, die Worte, die dich beleidigen, kannst du nicht begreifen. Warum die Frage, dein Blick ins Leere, als wäre das ganze Leben deine persönliche Lehre. Ohne eine Chance auf deinem Meisterbrief, während die Stadt schlief, du mit Kehrblech und Besen durch die Gasse ließ. Plötzlich heißt für dich nur noch Stopp. Wann geht der Himmel für mich wieder ob? Ja, wann geht der Himmel auch für mich wieder ob? Wann geht der Himmel wieder ob? Wann steht es an uns wieder? Sind wir denn nicht alle wieder? Wann geht der Himmel wieder? Seit der Kindheit erlebe ich den täglichen Kulturenritt. Der Gang über die Türschwelle war für mich wie ein Grenzüberschritt. Du kommst mir, ich war gar zwischen Straße und Heim geglückt. Doch wurde ich schnell in die Rolle des Kanacken gedrückt. Zwei Fragen mich stets prägen, seit wann ich hier lebe. Was dann folgte war sofort, wann ich denn wieder gehe. Ich lebe hier, ich lerne hier, ich liebe hier, ich lehre hier. Ich gehöre hierhin, bin kein blinder Passagier. Im Visier von Populisten sagen, wir seien nicht integriert. Das Ausländergesetz haben wir nicht selbst fabriziert. Beschnitten bin ich schon, Recht muss nicht sein. Braune Wolken ziehen übers Land, Vater bleibt ein Sonnenschein. Wann geht der Himmel auch für mich wieder hoch? Wann geht der Himmel wieder hoch? Wann steht die Sonne uns wieder? Sind wir denn nicht alle Brüder? Wann geht der Himmel wieder? Yıllar gelip geçti hiç
hiçbir şey değişmedi. Adamlar noktaydı ama peygamber diyemedi. Kaldık ortada kara bulutlar arasında. Güneş balçıklandı çıkma sokakta. Hey gidi hey ne günlere kaldık. İnsanlığın yıkımına böyle baka kaldık. Böyle baka kaldık, böyle baka kaldık. İnsanlığın anlamını bizler çaldık. Kardeş kardeşe savaşıyoruz. Menfaat için izrar ediyoruz. İnsanlığın sonu dünyanın sonu demektir. Bence buna karşı savunmak gerektir. Ben yedim, affemiş bir av. Ben yedim, bir av. Und das geht noch lauter. Liebe euch. Dankeschön. Ich setze mich nicht auf diesen Campingstuhl. Ich bin ein Tollpatsch. Irgendwas mache ich kaputt. Ja, und dann kriege ich Ärger. Ja, ja, genau, das ist ja auch dein Ziel. Das nächste Stück hat auch was mit Köln zu tun, aber mit einem dunkleren Kapitel von Köln. Und es wurde hier auf der Bühne heute genug über den NSU geredet, genug über Betroffene als Einleitung. Ich will eine ganz kurze Einleitung sagen. Wir wissen, wer unsere Feinde sind. Und Nazis sind Feinde von jedem Menschen, der auf dieser Welt frei leben möchte. Rassisten, Nazis, Rechtsradikale. Es geht um euch, es geht um uns, es geht nicht um Migranten oder Nicht-Migrant. Und wenn ich mir jetzt die Situation der geflüchteten Menschen anschaue, wo es wieder eine Opfer-Täter-Umkehrung gibt, ihnen wird die Schuld dafür gegeben, dass sie hinkommen. Nein. Europa und andere Staaten sind dafür schuld, dass in ihren Ländern Kriege geführt werden und sie hier hinkommen müssen. Wir haben verdammt nochmal die Pflicht, diese Menschen aufzunehmen. Und wenn wir das hinnehmen und schweigen, was da passiert, wird uns irgendwann das Schweigen selber erschlagen. Dankeschön. Ich sehe Menschen, die laufen, ich sehe Menschen, die schreien, ich sehe kleine Kinder, wie sie bittere Tränen weinen, ich sehe den Teufel momentan diese Welt regieren, ich sehe, wie Menschen sich gegenseitig grausam massakrieren, die Menschheit ist auf dem Tiefpunkt, auf Brechen und Biegen, wollen Kriege führen und die Schwachen besiegen, wo bleibt der humane Gedanke? Gott hab uns selig, wir wollen immer mehr und das ist noch viel zu wenig. Also halten wir zusammen wie ein Krisenstab. Lasst uns die Welt von oben sehen wie auf einem Riesenrad. Menschlichkeit ist das, was bleibt bis tief in unser Grab. Denn Menschlichkeit ist das, was bleibt an einem schlechten Tag. Insanlar, Menschen brennen, doch du bist still. Insanlar, Insanlar. Menschen leiden, doch du bist still. Eden kendini edermiş bize söylediler. Bak keskin sirke küpüne zararmış öğrettiler. Hainlik, sinsilik, aldı gitti bencillik. İki satırlık insanları bir türlü çözemedik. Yitirdik hayat dediğimizi, bitirdik. Bu dünyanın kıymetini hiçbir zaman bilemedik. İnsan olduğu yerde yaşlar sel olup akıyor. İnsanlar acı çekerken şakşakçılar susuyor. İnsanlar, İnsanlar.
leiden, doch du bist still. Menschen leiden, es wird wieder einmal weggeblickt. Helf mit, dass der Konflikt im Keim mehr stickt. Ein Konflikt, der bei jedem selbst anfängt und das Gehirn einengt. Die Spirale der Gewalt sich in die Herzen einbrennt. Es ist so laut, wenn wir alle lieber schweigen. Wer eröffnet den Kampf gegen kollektives Schweigen? Menschen leiden unter gleichgültigen Blicken. Sag, sind wir auch von denen, die lieber wegblicken? Es hat uns das Leben gerufen zum sonnigen Tag. Es hat jeder im Land sich zum Aufbruch gewandt und ist tapfer marschiert seinen Weg. Es haben viele Geschlechter sich ein Leben aufgebaut und gehofft, bis uns dann so ein Schwert weggewischt hat von der Erd. Man trieb uns wie Lämmer so oft. Und eins, zwei, drei, wo sind Frau und Kind? Dein ganzes Gesind, frag wohin, warum und wofür. Doch Brüder, einen anderen Rhythmus werden wir bald schon hören. Die Ghettos, die Gassen verlasst. Jeder Tritt hat dann Klang, einen anderen Gesang, wenn du weißt, wohin du gehst und wofür. Wir sind aufgereiht wie Vieh, ich habe Angst wie noch nie. Suche Frau und Kind, oh bitte sag mir, wo sind sie? Um mich Menschen voller Angst, ich seh verzweifelte Minen. Schergen, die uns die Schlacht wie aus unseren Häusern ziehen. Es ist helllichter Tag, doch um uns herrscht Finsternis. Unsere Verzweiflung nehmen sie kein Lächeln zur Kenntnis. Da wo gestern Kinder spielten, da tanzt heute der Tod. Da wo gestern die Sonne schien, ist der Himmel blutrot. Stumm und der Staat, stehen wir in unseren Reihen. Ich höre stumme Schreie, ich höre Wimmern und Weinen. Denn mir zittern die Beine, dann der Befehl zu marschieren. Fragende Blicke, was wird mit uns allen passieren? Wir erreichen den Bahnhof, ich höre die Züge. Spür die Resignation, wie ich mich meinen Mördern füge. Zu! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich hab uns geklebt von der Gang. Und ein Volk und ein Kind und ein ganzer Gesicht. Fragt wohin und zu was und verwusst. Los, zack, zack, in Reihe und Glied mit Sack und Pack. Auf der Straße aufgestellt, manche waren noch halb nackt. Traumatisiert, das Leben scheint leer zu sein. Ich würde mich gern wehren, doch es fällt mir schwer zu schreien. Bin wie gelähmt, sie haben uns getrieben in die Nacht hinein. Keine Zeit, um zu trauern, keine Zeit, um zu weinen. Rette sich, wer kann vor diesen hasserfüllten Kreaturen. Es sind Bestien, die hetzen, ohne sich auszuruhen. Blauer Dunst steigt in den Himmel, gnadenlose Stille. Das hier ist Per la Vita und was zählt, das ist der Zug. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Mit Jod und Zwickler, wunderbar. Wo dein Freund, wo dein Kind, wo dein ganzer Gesicht. Fragt wohin und zu was und verbuss. Glaube viel hunderte teures Gebäude für unser Leben und Duft. Dieses Ort, das erschwert uns verwischt und die Erd und gefiltert man uns wie nicht auf. Zu! 1, 2, 3, zu! 1, 2, 3, mit Jod und Zwickmitt von der Gang. Wo dein Freund, wo dein Kind, wo dein ganzer Gesinn. Dreck wohin und zu was und verwusst. Zu! 1, 2, 3, zu! 2, 3, mit Jock und Zwickleck von der Gang. Wo dein Freund, wo dein Kind, wo dein ganzer Gesicht.
So. Viele Menschen fragen sich, normalerweise liest Esther immer vor dem Konzert, wie eine so, ich kann es jetzt sagen, wie eine so unglaubliche, kraftvolle, fantastische, unbeschreibliche, unkopierbare, hallo, keine Gewalt, ist auch keine Lösung, Frau wie Esther Bejerano mit so ein paar Rappern Musik machen kann. Es ist so, das liegt nur an ihr. Irgendwann hat sie gesagt, ich brauche Rapper. Nein, also so. Das ist echt gut, dass du vieles nicht verstehst, was ich so lusche. Also es ist so, dass im Jahr 2007 kam die DGB-Jugend in Düsseldorf auf mich zu und hat gesagt, guck mal, wir wollen Erinnerungsarbeit Jugendlichen zugänglicher machen und attraktiver machen. Und was ich mir vorstellen könnte, was man da gemeinsam machen könnte. Und ich habe mich an den Deutschunterricht erinnert, also nicht in dem ich saß, sondern in dem ich geleitet habe. Und da haben wir mit meinen Schülerinnen und Schülern Schiller und Brecht gerappt und auch die Inhaltsangaben in Rapform geschrieben. Und habe gesagt, wir könnten ja Tagebücher, Bücher, Briefe von ehemaligen Inhaftierten in den KZs und Ghettos rappen. Aber mit Schiller und Brecht tue ich keinem weh und wenn, dann ist es künstlerisch, also mir egal. Aber mit derartigen Texten schon. Weil sich Menschen verhöhnt vorkommen könnten oder denken könnten, dass wir mit ihrem Leid einfach nicht ernsthaft genug umgehen. Und daraufhin hat jemand gesagt, habe ich gesagt, ich brauche jemanden, der mir sagen kann, was geht und was nicht geht und wo ich zu weit gehe. Und habe dann erfahren, dass es eben diese unbeschreibliche, unkopierbare, unglaubliche Frau wie Esther Bejerano. Wie Esther Bejerano gibt. Die mit ihren beiden Kindern, mit Joram und Edna, gemeinsam in der Band Coincidence genau das machen, was wir vorhaben, nur ohne Rap. Und ich habe dann Jorams Nummer bekommen und der erste Anruf bei Joram war legendär, weil ich habe gesagt, hier ist der Kutto von Microphone Mafia. Hättet ihr Lust, mit unserem Rap-Projekt zu starten? Und dann habe ich nur noch gehört, wie Joram, damals noch Herr Bejerano, sein Telefon genommen hat, es in die Ecke geschmissen hat. Und hat gerufen, Bettina, also seine Lebensgefährtin, Bettina, Bettina, endlich rufen Rapper bei uns an. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Zumindest habe ich das so vor meinen Augen so ablaufen sehen. Tatsächlich hat er gesagt, nee, auf Rap habe ich keine Lust. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, ja, schick uns doch bitte die Coincidence-CD rüber. Wir arbeiten dran und das haben wir gemacht. Und dann haben wir nochmal telefoniert und er meinte, ja, ich glaube, jetzt kannst du Mutti anrufen, weil eure Texte sind ganz besonders. Die drücken nämlich genau das wieder aus, was wir auch in unseren Liedern ausdrücken wollen. Und hat gesagt, jetzt kannst du Mutti anrufen. Und ich habe Mutti angerufen. Mit dem für mich seit 1989 vollkommen normalen Satz, hier ist der Kutte von der Microphone Mafia. Totenstille. Dann, warum ruft die Mafia bei mir an? Ich habe gesagt, nein, wir sind eine Musikband, wir sind die einzige Mafia, die Welt braucht. Daraufhin hat sie gesagt, das ist ein echt bescheuerter Bandname. Anscheinend ja. Und es ist dann so, dass ich gesagt habe, weißt du was, Esther, ich komme einfach mal vorbei in Hamburg und dann können wir uns kennenlernen und wenn du dann sagst, ja, ich mache mit, dann ist es schön, wenn nicht, dann war es halt ein Versuch wert. Und aus diesem Gespräch am internationalen Frauentag, egal wie wir es jetzt nennen wollen, war ich bei Esther. Und unter minutiösen Störungen ihrer Fans und ihren Verehrerinnen und Verehrern, die sagt aber, das stimmt nicht, es hat alle 5 Minuten an dieser Tür geklingelt und irgendjemand hat Blumen gebracht oder Schokolade zu diesem Tag. Das ist so. Und irgendwann hat sie gesagt, ich glaube, das funktioniert. Und aus dem Ich glaube, das funktioniert, wurden dann 2 Alben. Und aus dem Ich glaube, es funktioniert, wurden allein in den letzten 2 Jahren über 220 Auftritte. Und das ist einfach nur der Kraft, Esther zu verdanken. Und ja, wir sind eine kleine Familie, das ist so, aber damals hat sie es nur gemacht, weil sie gesagt hat, dass ich derartige Musik mache, in Schulen gehe oder vor euch auftrete, oder lese oder berichte, das ist meine späte Rache an den Nazis. Und da bleibt es uns zu sagen, als Microphone Mafia, es ist uns eine Ehre,
ein Teil ihrer Rache sein zu dürfen. Ich gehe diesen Weg, weil er uns zusteht. Um was zu erreichen, ist es nie zu spät. Die Zukunft ist uns, das Leben kein Kinderspiel. Leben ist dort zu Haus, wo viele Kinder spielen. Alles im Griff, was das Leben auch zeigt. Das Leben ist schön, weil es das Leben schreibt. Wir Geschichte leben, wir Geschichte erben, wir irgendwann selber zur Geschichte werden. Also geht raus, erzählt das, was ihr all seht. Also steht auf ihr, erntet, was ihr seht. Egal was passiert, egal was noch kommt, die Zukunft ist uns und nichts war mehr umsonst. Wahres Leben ist da, wo Freiheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la libertad. Wahres Leben ist da, wo Wahrheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la veridad. Wahres Leben ist. Die Zukunft sind wir, wir müssen das verstehen. Gemeinsam können wir auf der Welt viel bewegen. Die Wahrheit, ne Sonne, sie wird aufgehen. Auch wenn noch so viele Jahre ohne sie vergehen. Nicht zu wissen, nicht schlimm, nicht zu lernen, das Problem. Wir müssen einsehen, eine Schneise zu legen. Von Seele und Herz direkt ins Gehirn. Each one teach one, nur so bieten wir die Stirn gegen Klischees, Vorurteile. Es wird mühsam, das Leben ein täglicher Tanz auf dem Vulkan. Niemand hat gesagt, es wird einfach sein wie bei der Geburt. Wir mussten weinen und schreien. Wahres Leben ist da, wo Freiheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la libertad. Wahres Leben ist da, wo Wahrheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la veridad. Wahres Leben ist da, wo Freiheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la libertad. Wahres Leben ist da, wo Wahrheit ist. Ja, wir sagen klar, viva la veridad. Keine Pause, red weiter. Viva la veridad. Dankeschön. So. Martha, kannst du die Musik auf den Monitoren jetzt richtig laut machen, weil das Lied ein bisschen leise aufgenommen ist. Danke dir. Ich lasse euch mal mit dem eigentlichen Star ein bisschen alleine. Nein. Und trete in den... Doch, aber ich bin hinter dir, so wie ich das gehört. Ich bin nicht damit einverstanden. Ich komme gleich nach vorne. Ich bin kaputt. Nein. Komm mal, bleib mal hier. Danke, ja. Du bist so gut zu mir. Wir leben trotzdem. Wir werden leben und erleben und schlechte Zeiten überleben. Wir leben trotzdem. Wir sind da. Es meint der Welt, wir leben ewig, ohne Rösch und Geld. Und als auch wie kann es die alles so nehmen, was will ein uns verschmutzen und so voll nehmen. Wir leben ewig, wir sind ein Dorf. Wir leben ewig, in jeder Schor. Wir wollen leben und erleben, schöne Zeiten neu überleben. Wir leben ewig. Super.
leben ewig und rauschen gern. Und als ob wie kann das die alles so nehmen, was will an uns kein Staub zahlen, unser Freund nimmt. Wir leben ewig, wir leben doch, wir leben ewig. Kimse bir şey yapamaz. Yazıyor, yazıyor. Herkes sözünü yazıyor. Tiksiyemek mafya taarruza geçiyor. Dalga dalga üstünüze geleceğiz. Bir kabus gibi üstünü de çekeceğiz. Nazlı mafya mahkemesi kararını verdi. Dedikodu edelerin hesap günü geldi. İneceksin, cezasını çekeceksin. Tema kalınlığınla tükeneceksin. La Cosa Cosa Nostra. Odri meydan ortaya. Kendisine güvenlerle çıksın şimdi karşımıza. Misonse. O bella. Bella. Bella, una mattina mi son svegliato perché ho sognato una mattina mi son svegliato perché la libertà. So, das war das vorletzte Lied. Vielen Dank Fusion für einen wunderschönen Tag Konzert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank. Aber noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. So. Esther ist einfach nur zu gut zu ihren Enkelkindern. Also jetzt kommt ein Lied, das auf unseren Mist gewachsen ist, also nur alleine wir.
Ich bin gleich um 21 Uhr, glaube ich, in der Dub-Station alleine. Und das ist ein Lied, das ihr gleich nicht hören werdet, wenn ihr dann dahin kommt. Doch werdet ihr hören. Für... Seid ihr die einzigen beiden, Kasi? Ach, Entschuldigung, ach. Ja, wir sind schon so inni. Das ist unglaublich. Inni nein, natürlich nicht. Das Lied wird nicht, seid mir nicht böse. Meiner Freundin und meinen Freunden der KAW. Am 3. und 4.9. feiern sie Geburtstag. Ja, das ist jetzt, aber wäre schön, wenn's. Die Musik lauter. Testaneda, Karakafa. Schwarzkopf Power. Testaneda, Karakafa. Mit eisigem Wind, mit dem Kopf durch die Mauer. Testaneda, Karakafa. Schwarzkopf Power. Testaneda, Karakafa. Mit eisigem Wind, mit dem Kopf durch die Mauer. Dilerimiz yaydır, sözlerimiz ok. Bize olan kafiye marifeti kimse de yok yok. Görünmemiş beyanlar, duyulmamış cinazlar. Kafiye marifelerimiz sizleri şaşırtırlar. Ciyanger gibi fizik dünyasını fethedeceğiz. Bora gibi, tayfun gibi bu devirde esneyeceğiz. Adımız, şanımız dört bir yana serilecek. Geri göğe inletecek herkesleri. La cosa cosa nostra. Hodri meydan ortaya. Kendisine güvenene çıksın şimdi karşımıza. Ona buna, ona buna, şuna benzemeyiz biz. Çözümeyen kilit gibi birbirimize kelenliyiz. Ne yaparsan yap. Kimse bizi yenemez, süt üstü geçiremez. Kimse bizi yok edemez, ancak anca beraber. Budur bizim yöntemimiz, bizi bu yere getiren. Bizim yüce kardeşliğimiz. Testanera, Karakafa. Schwarzkopf Power. Testanera, Karakafa. Mit Eisen Wind, mit dem Kopf durch die Mauer. Testanera, Rossi, Karakafa. Schwarzkopf Power. Testanera, Karakafa. Mit Eisen Wind, mit dem Kopf durch die Mauer. At ölür meydan kalır, yiğit ölür namı kalır. Karakafa olmanın ünvanı ebedi kalır. Asa kurda göbek gibi gibi saldırırlar. Ne pahasına olursa doğruyu savunanlar. Omuz omuza duranlar işte kara kafalar. Haydi gelin çocuklar. Schöne Schwarzkopfgrüße aus dem Schwarzkopf-Territorium. Ein Menschensammelsurium aus diversen Territorien. Es geht nicht um die Religion, Nationalität. Schwarzkopf ist Lifestyle, Mentalität. Jemand, der sagt, was er glaubt und was er denkt. Ich sehe schon die Lettern, in denen geschrieben steht, dass nach den 70ern der Türken-Terror durch die Stadt weht. Du nichts versteht, dass es nicht um Kanacken dreht. Menschen wie du und ich, Pädagoge, Antifaschist, Rot, Blond, Schwarz. Wichtig ist, was im Herzen ist. So sieht's aus. Dankeschön.